Hallo, ich bin Larina, ich arbeite beim CVJM Oderbruch als Bereichsleitung im Jugendhaus Selo und ich möchte euch heute in ein paar Gedanken mit reinnehmen, die ich mir für den April gemacht habe. Vielleicht kennt ihr das, ihr seid irgendwo am Bahnhof, ihr seid in irgendeiner Stadt, wo ihr euch nicht auskennt und ihr wisst nicht, muss ich nach links, muss ich nach rechts und wo ist eigentlich Norden und wie muss ich mich eigentlich orientieren. Forscher haben herausgefunden, dass sich der Orientierungssinn von Menschen zurückentwickelt, weil wir immer mehr auf Handys gucken, weil wir über Google Maps uns nicht mehr einprägen müssen, wie ein Weg von A nach B funktioniert und wo ich langfahren muss, sondern ich gebe es ins Navi ein und dann führt das Navi mich dahin, wo ich hin muss. Ich habe letztens einen interessanten Artikel gelesen über Brieftauben. Ich weiß nicht, wer von euch Brieftauben noch kennt. Die wurden früher genutzt, um Menschen dabei behilflich zu sein, Nachrichten zu übermitteln. Seefahrer haben sie genutzt, um sich zum Beispiel an der Küste zu orientieren. In Kriegszeiten konnten kleine Nachrichten über Grenzen hinweg übermittelt werden und die Tauben können bis zu 1000 Kilometer zurücklegen. Und mittlerweile gibt es SMS, WhatsApp, Insta und man braucht sowas nicht mehr, aber vor ein paar Jahrhunderten waren die noch sehr wichtig, um möglichst schnell Nachrichten zu übermitteln. Und die Forschung sagt, dass Brieftauben, um sich zu orientieren und Briefe von A nach B zu bringen, sich an den Sonne, an der Sonne, an den Sternen und an anderen optischen Dingen orientieren. Und dann habe ich mich gefragt, was ist, wenn die Sonne nicht scheint? Und dann, das haben sich die Wissenschaftler auch gefragt, und dann haben die herausgefunden, dass Tauben auch so einen inneren Magnetsinn haben und dass die sich quasi am Erdmagnetfeld entlang orientieren. Das ist wie bei einem Kompass. Sprich, die haben einen eingebauten Kompass in ihrem Kopf, wahrscheinlich irgendwo zwischen dem Gehirn, da sind dann irgendwelche Nervenzellen, die miteinander irgendwie in Verbindung stehen. So ganz genau hat das die Forschung auch noch nicht herausgefunden, aber man kann sagen, Tauben haben sowas wie einen inneren Kompass. Und wir Menschen haben und Wissenschaftler haben Jahrhunderte gebraucht, um das Magnetfeld zu erforschen und zum Beispiel sowas wie einen Kompass zu erfinden. Und Tauben haben das einfach eingebaut. Und ich glaube, dass Gott Tauben geschaffen hat. Ich glaube, dass Gott viele Dinge auf dieser Welt erschaffen hat, alle Dinge auf dieser Welt erschaffen hat, auch die Vögel. Und gerade mit diesen Tauben hat er uns jahrhundertelang eine große Hilfe zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, dass er das auch heute noch tut. Vielleicht brauchen wir mittlerweile keine Brieftauben mehr, aber vielleicht brauchen wir einen guten Freund, der uns genau zur richtigen Zeit einen guten Rat gibt, der uns, wenn wir gerade in völliger Angst sind, weil wir irgendwie angespannt sind vor einer Situation, genau zur richtigen Zeit eine ermutigende WhatsApp schickt. Oder wir gehen raus, gehen spazieren und brauchen die Natur, das, was Gott erschaffen hat, um uns wieder gut zu fühlen, als Hilfsmittel vielleicht. Und ich will dich ermutigen, darüber nachzudenken, bei der nächsten Taube, die du siehst, mal zu überlegen, was stellt Gott mir für Hilfsmittel zur Verfügung? Was hilft mir durch mein Leben und wo bin ich Gott vielleicht auch dankbar dafür, für Dinge, die er mir zur Verfügung stellt? Ich wünsche euch eine tolle Osterzeit, die vor uns liegt, und ich wünsche euch einen schönen April. Bis zum nächsten Mal.